Also wenn ich jemals sagen sollte, es spielt keine Rolle, wie das am Samstag ausgeht, dann bleibe ich zu Hause, das ist versprochen. Ja, also wir fahren dorthin, um mit allem, was wir haben, dieses Spiel zu gewinnen. Punkt. Also da gibt es kein Wenn und kein Aber. Dass das sich punktemäßig sensationell anfühlt, wenn wir dort gewinnen und dort mit unserem Gegner dann punktgleich stehen, ist außer Frage. Wenn der Gegner dann auf 6 Punkte wegzieht, wenn er uns schlägt, wird sich dann deutlich weniger gut anfühlen. Ich möchte aber an der Stelle ein Beispiel nennen. Ein Beispiel zum Beispiel war, glaube ich, im Winter war Würzburg mit 27 Punkten und wir haben 11. Das sind 16 Punkte, die dazwischen liegen. Wenn wir nur eine Sekunde darüber nachgedacht hätten, was das bedeutet und wie schlecht sich das anfühlt im Winter, würden wir in dieser Liga nicht mehr spielen. Was ich damit sagen will, ist, es gibt ein Morgen, es gibt einen Tag danach. Ja, und deswegen habe ich auch an der Stelle, glaube ich, gesagt, lasst uns diese Hinrunde einschließlich noch dieses Bochum-Spiel spielen und dann sitzen wir unterm Tannenbaum, da gucken wir unseren Platz, da gucken wir unsere Punktzahl an, dann analysieren wir unsere Spiele, unsere Gegner und dann werden wir mit aller Macht ein Ziel formulieren, nach dem wir in der Rückrunde streben werden. Aber ich weiß, dass es weder mit Sieg noch mit Niederlage irgendeinen Sinn ergibt, sich mit Vorentscheidungen und keine Ahnung, zu beschäftigen oder was das dann für die Tabelle ausmacht, weil das am Ende des Tages nicht wichtig sein wird.